Howdiddledy-do, Partners. Und willkommen zurück zur Turmoil. Und heute saugen wir wieder so viel schwarze Soße, wie Kiestjoss machen damals bei ihrem Urlaub in den Anden. Continue, Campaign, ja, na klar. Okay, okay, 36.000, Ricardo, ich weiß gar nicht mehr genau, was ist beim letzten Mal alles passiert. Ich hoffe, wir kriegen heute mal einen guten Anstich. Ja, ich bin für einen guten Anstich. Haben wir coole Sachen gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Na, die Herde vergrößern. Hier können wir natürlich... Ich würde gerne Maulwürfe upgraden. Mehr Cells. Ja, komm, machen wir, oder? So ein bisschen müssen wir ja auch das... Ja, Size, noch mehr Branches. Branches haben wir erstmal genug. Da fahren wir erstmal eine gute Strategie. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in die Town Hall und machen eine Land Auction. Major Tipps. Dafür gebe ich aber kein Geld mehr aus für die Majors Tipps. Freunde, wo schlagen wir heute zu? Was glaubt ihr? Ich muss kurz mit der Hand, ich muss spüren. Nee. Hier gibt's nur kleine schwarze Löcher. Warte, ich mach die Augen zu. Die Hand muss mich führen. So, hier, oh, okay, das hier. Das Feld ist gut. Das ist ein schönes Feld. Da will ich drauf bidden. Die arbeiten sich irgendwie so strategisch. Guck mal, Alter, warum kloppen die sich um dieses Feld? Probiert doch mal was Neues aus, Freunde. Till next year, we're done, let's go outside. Alles klar, gut, ich bin wieder gut davon gekommen. Diamonds! Warum kann sie Diamonds? Guck mal, wir schauen mal nochmal bei Daphne's vorbei. Ono, 68. Pff. 68. Also hier bietet mir keiner was Gutes an. Dann gehe ich nochmal hier in den Workshop. Und kaufe... So, wir haben noch 20.000. Sollen wir die Diamonds auch mitnehmen? Vielleicht finden wir welche. Oder hier größere Sites für... Was gibt... Warte mal, hier gibt's... Hier kann man nicht scrollen. Timer Size. Nee. Herd Size. Vielleicht sollten wir das einfach mal... Aber da traue ich mich noch nicht ran. Ich will... Entweder Diamonds oder Size. Was machen wir? 15, 20, Diamonds, Size. Ich kann mich nicht entscheiden. Diamonds. Dig up Diamonds. Wozu sind Diamonds gut? Ich nehme Size. Es war falsch. Wir werden jetzt einen Diamanten finden. Ich hätte mich auf mein Bauchgefühl verlassen sollen. Aber hey, was will man tun? So, Guacamole. Alter, Guacamoles werden jetzt stärker. Sehr gut. You can now do larger scans. Nice. Sehr schön. Aber den alten Dover-Klassiker nehmen wir natürlich auch wieder mit. So, dann schauen wir mal, wie sich die Preise... Eigentlich muss ich weiter wegsitzen vom Monitor. Ich muss mich irgendwie ein bisschen... Ich verliere sonst immer so schnell die Preise aus den Augen. Das ist der schiere Wahnsinn. Da fliegt dir das Blech weg. So, da haben wir doch schon mal was. So, dann bitte einmal Vollgas hier in den Boden. Und er hat auch was gefunden. Das ist sehr schön. Da machen wir schon mal einen Wagon ready. Ronald Wagon. So, der Anstich ist erfolgt, Freunde. Öl fließt. Gibt's da irgendwie so einen Schlachtruf, wie bei Jägern jetzt hier, oder bei Anglern und Petri Heil und so ein Zeug? Oh, Mist, ganz knapp vorbeigediggert. Soll ich sie duzen, siezen oder diggern? Ach, du meine Güte. Was ist das denn für ein Pupsloch hier? Ach Gott, oh Gott. Oh, ja. Geben wir hier mal Gas. Wir müssen mehr verkaufen, Freunde. Jetzt holt er da drüben. Ach, okay. Warum? Was ist... Ach so, weil ich hier gerade drille, kommt da nichts raus. Ja, aber gleich sprudelt's, Freunde. Deswegen gebt mal jetzt ein bisschen Gas. Wir brauchen auch Geld. Ne? Ich kann sonst nicht bohren. Das ist hier wie in Hamburg auf dem Kiez. Ja, ohne Geld wird nicht gebohrt. Ganz einfache Sache. Ich muss ja Upgrades kaufen, ne? Upgrade. Annegret. So, dann machen wir jetzt mal hier einen Geilo-Silo. Und bieten dazu an einen Horsewagon. Jetzt, Freunde, werde ich mich mal hier um ein paar Maulwürfler kümmern. Hier vielleicht mal noch einen. Ja, und jetzt machen wir mal ganz grob. Machen wir hier einen dicken Scan. Ja, einfach mal so einen larger Scan. Nichts, oder was? Nichts. Ich dachte, ich habe larger scans. Was ist da los? Ey, warum verkauft ihr da an den Billigmann, hä? Nicht an den Billigmann verkaufen, bitte. So, hier noch ein Silo-Pferd, weil sonst spillt er da bald über und das wollen wir auch nicht. Na, sieh einer an.
da haben wir auch noch was. Kann ich von hier aus direkt da durch? Spillage! Spillage! Wir laufen aus, Freunde, wir laufen aus. Das ist nicht gut, ich brauche mehr Pferde. Ihr könnt alle verkaufen, da geht's für über einen Dollar geht's da weg, die Soße. Oh, da habe ich aber eine schöne Quelle gefunden, weil die eine da unten ist nämlich leer. Die ist ausgefurzt, wie ihr seht. Du Guacamole, hier noch einen und vielleicht da noch ein Guacamole direkt daneben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ja. So, ich werde den mal hier auf Stone Drilling machen. Komm, wir brauchen noch ein bisschen. Verkaufen wir noch was. Sehr schön. Herr mit dem Oil, Freunde. Oh. Ist da noch so ein Feld? Oh. Oh, zum Glück habe ich hier auf Stone Driller gemacht. Laufen wir hier wenigstens nicht ranzig trocken, hä? Musst du eigentlich überall machen, oder? Wenn es schon, wenn du schon die Möglichkeit hast. Ach so. Warum sagt denn keiner was? Ihr sagt doch nie was, ne? Ihr guckt hier einfach zu oder hört zu. Damals in den guten alten Zeiten, als noch Öl gedrillt wurde, wie bekloppt. Ich meine, das ist heute immer noch ein übler Knochenjob. Na, Breach Limit reached, aber du nicht. Und du auch nicht. So. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt das Geschäft ins Rollen. Wir haben schon so ein paar kleine Quellen gefunden. Das sagt mir sehr zu. Dann kann man auch mal gleich hier die Leitung ein bisschen eindicken. So. Jetzt holen wir die Suppe hier aus der Erde raus, Freunde. Bis zum Abwinken. Hier können wir noch weiter verkaufen. Und ein paar Moles brauchen wir noch. Aber es ist schon April. Wir sind ein bisschen langsam... wie soll ich sagen, in die Partie gekommen. Aber jetzt gleich, Leute, saug ich hier den Planeten aus. Das könnt ihr mir glauben. Achso, ich dachte, ich frag mich gerade, was ist das für ein Fliesenklimpergeräusch hier? Aber das sind ja die Moles. Ah, vielleicht setze ich da oben mal noch einen Mole? Ich meine, die sind nicht so gut zu kontrollieren, aber wenn du halt so im Laufe der Zeit einfach hier den einen oder anderen Moly Mole... Jetzt gerade ist es ein bisschen sehr günstig, hä? Ich sehe aber auch jetzt gerade nichts, wo noch... Potenziell hier könnte noch irgendwo was sein. Es könnte überall was sein. Hier unten versteckt irgendwo... Komm, wir machen mal ein Scanny. Oh, hier 80 Leute. Jetzt verscheppern gehen, da geht's jetzt richtig. Da kriegen wir einen guten Kurs. Ich muss ja ein bisschen Münze muss ich ja machen noch, ne? Ein bisschen Münze müssen wir machen. Oh, du. Ich weiß nicht, ob die Maps hier hinterher noch irgendwie größer, intensiver, schwerer oder ob man jetzt einfach skillen muss. Ich weiß nicht, ob es von Vorteil ist. Wir sollten vielleicht irgendwann mal ausprobieren, ob es irgendwie besser ist, wenn man, ich weiß nicht, was, wie ich das sagen soll. Ob es halt besser ist, wenn man mehr Türme baut, die einzeln pumpen. Oder ob es halt, aber wozu sollte man sonst so Abzweigungen machen können, so viele? Ich finde, ich glaube, das mit den Abzweigungen ist eigentlich ein besseres System. Okay, ihr verkauft aber schön. Ihr verkauft aber schön, ne? Sehr gut, sehr gut. Okay, da drüben wird es jetzt auch wieder ein bisschen besser. Ich sollte mal noch so ein Horse Wagon einstellen. Kurs wird gets better. The course gets better. Oh, Maximum Breach Limit Reach. Aber du noch nicht, mein Freund. Einmal durchdrillen, bitte. Zum Glück habe ich einen Steinebohrer, ihr Luschen. Ich wollte gerade sagen, nimm du doch direkt was mit. Junge, Junge. Hey, das ist... kann ich die direkt durchbohren? Ich will direkt eine Superbohrung machen hier. Also so ein ganz kleiner Oilfleck. Aber solange hier für 90 verscheppert wird, ist doch geil.
Es ist auch schon wieder Juni. Können wir noch irgendwas Cooles machen? Silo vielleicht noch upgraden? Komm, Huni, gönnen wir. Gönnung. Kreis macht Gönnung. Da unten das Ding ist auch gleich leer geflanscht. Ich weiß nicht. Vielleicht hier? Nix. Vielleicht hier noch einen Mole setzen? Ich fühle mich halt hier so unbeobachtet, irgendwie die Ecke. Ist da was? Was ist das da? Sieht für mich aus, als wäre da was. Und das sieht für mich auch aus, als wäre da was. Jawoll, direkt nochmal angezapft, Alter. Oh, was? Alter, guck mal. Was für ein mieser Kurs. Na, Silo ein bisschen upgraden. Wir müssen zwar noch verdienen, aber das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Auch nochmal direkt dicke Leitung anzapfen. Das ist die Devise, Freunde. Zapfen. Wir müssen es raussaugen aus der Erde. Alles. Alles Leben. So, können wir ein bisschen spulen, oder? Ich glaube, wir haben es dann jetzt so langsam. So, und jetzt mal hier rüber und den ganzen Schrott verkaufen, Leute. Vielleicht war es einfach kein gutes Feld. August. Naja, wir machen ein bisschen Geld jetzt, ne? Kohle. Oh, hier jetzt, aber jetzt machen wir aber hier die Kohle! Oh, nice, nice. Irgendwie sinkt das dann immer, ne? So der, weiß ich nicht. Jetzt könnte man später noch tiefer bohren. Naja, was soll's? Jetzt muss ich es halt für einen miesen Kurs verkaufen. Bringt mir ja nichts. Es ist schon Oktober. Bin ich gleich mal gespannt. Okay, auch wenn es hier nur einen Cent mehr gibt, ne? Ihr wisst, bei so ein paar tausend Litern macht das schon was. So. Ich kann wieder nicht früher beenden, weil ich natürlich alles verkaufen will. Und da, er zapft immer noch an einem Rohr. Dollar. Oh, geht noch, geht noch. So, könnt ihr den Rest raushauen hier. Für eine müde Mark. Okay, sehr schön, sehr schön. Stopp, Level. Wow! Ja, ey, boah! Bin ich der Ölsauger oder was? Money. Earnings. Guck mal, Supply. Supply ist immer sehr schlecht bei mir, da habe ich keine Konstante drin. Left Price, Right Price. Was ist der bessere Preis? Left Price, Right Price, egal. Screenshot, guck mal. Kannst du ganz Screeny machen? Screeny Bambini. 19.000. Ey, und wieder bin ich der Jahresbeste. Es ist Wahnsinn, aber sie hat Blanche, hat einen Diamant. Alter. Blanche. Blanche auf ihrer Pony Ranch. So, was machen wir als nächstes? Sollen wir noch ein bisschen was upgraden? Vielleicht das hier. Oder wir nehmen hier Diamonds. Dann haben wir noch 7.000. Diamonds? Okay, komm, wir nehmen Diamonds. Vielleicht finden wir auch mal einen. Irgendwann muss ich es ja kaufen. Dann gehen wir hier auf die Auction. Hoffentlich will hier keiner irgendwie dickes Land von mir haben. Ich gehe mal... Ey! Du slawische... Die Leute denken, hier ist es besser. Aber ich sag euch, hier ist richtig geil viel Öl in der Erde. Die kloppen sich immer über diese fetten Grundstücke und eigentlich, auch wenn ich immer das Schlechteste nehme, so, hole ich immer gut was raus. Moles can now dig up diamonds. If you find a diamond, put a mole directly on it. Sehr schön. Mole. Dover. Ach komm. Noch ein Mole kann ich schaden, oder? Und ein Blind Scan. Wir machen. So, direkt voll rein in die Materie. Ja, unser Kumpel hier hat auch was.
und verchecken. Und wie ihr schon seht, brauchen wir erstmal gleich Geld, um uns durch Steine zu bohren. Alter, direkt angespillt. Direkt angespillt, Freunde. Sehr nice, sehr nice. Ihr könnt beide hier verscheppern direkt. Obwohl, nein, Moment. 52? Leck mir in der Tasche. Ja, aber wird auch nicht besser. Ich muss gerade Öl loswerden, tut mir leid. Oh Mann, ist das ein mieser Kurs. Aber ich muss was verdienen. Ich brauche mehr Wagons und ein Silo brauche ich auch. Hey, komm schon, enttäusch mich nicht. Aber jetzt habe ich ein Silo, dann packe ich so lange da rein. Das ist ja mies hier. Also das ist ja ein mieser Kurs. Packe ich so lange da rein und gönne mir noch ein Glücksmaul hier irgendwo. Ich werde aus dem Turm hier einfach den Babinator machen, Alter. So, jetzt wird er... Also mit dem sauge ich das ganze Öl. Da sehe ich noch was. Okay, dann fahrt mal verkaufen jetzt. Jetzt wird der Kurs besser. 70 ist okay. Wir müssen was verdienen. Bringt ja alles nichts, ne? Ich muss ja irgendwie hier ans Öl kommen. Und es geht nur mit Geld. Nein, wenn ich ein Silo habe, können sie es aus dem Silo saugen. 80. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Da machen wir doch gleich zwei Ansaugungen raus. Alter, das wird ein goldener Turm hier. Das sage ich euch. Das wird ein goldener Turm. Alter, wie er trifft. Der Ölsauger des Wilden Westens, ey. 92? Okay, 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 okay. Gute Kurse, gute Kurse. Oh, hier, bessere Kurse. ja, jetzt kann ich ja gerade... Es dauert jetzt halt ein bisschen. Ich brauche, glaube ich, mehr Transportfahrzeuge einfach. Das ist immer dieselbe Geschichte, ne? Kreis braucht mehr Transportfahrzeuge. 884. So, dann kaufe ich hier doch mal noch einen Mole. Hier noch einen Mole. Und hier noch einen Mole. Irgendwo. Da, so. Wie er reinflunscht in die Erde, ne? Komm schon. Komm schon, Mauli Maul. Das ist, Leute, das ist wie ein Real. Du hast so eine blöde Karte, weißt du? Du musst checken, was geht, wo könnte Öl sein. Du musst dich auf deine Instinkte verlassen, deine Erfahrungen als Öldriller in der Mega Oil Company of the Death. Ich meine, habt ihr gerade meinen Blindscan gesehen? Das war ja wohl der Oberwahnsinn. So, den Steinedriller. Den werden wir garantiert brauchen. Hier ist, ich habe nur Felsen im Boden immer. Es ist einfach eine Schmach. So, wir müssen schneller an das Zeug. Ah, sehr schön angezapft, sehr schön gezapft. Wir müssen aber mehr zapfen. Mehr zapfen, mehr Bedienstete. Wir brauchen mehr bedienstete Fahrzeuge. Und jetzt, guck mal, jetzt zieh dir den Scan rein. Boah! Guck dir das an, für 500 Flocken! Was ein Scan! Nichts! Krass! Jetzt check ich dieses System. Ey, aber es sind gerade echt miese Kurse. Tank du mir mal lieber hier. So, Achtung, der kriegt jetzt einen dicken Zapfen, Freunde. Dann geht's rund, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so einen Monster-Scan machen kann. Ich meine, das ist teuer, aber wenn du überlegst, wie teuer jetzt dann 10 Maulwürfe sind, ne? 1000 Flocken, hier zwei fette Scans, da ein. Also da kann man eigentlich nichts sagen. Komm schon, gib mir mal einen guten Kurs hier, Left Ink. Was ist los?
So, verkaufen, verkaufen. Komm, wir machen noch einen fetten Scan, oder? Irgendwo hier. Oder hier so. Wieso? Wieso ist hier nichts? Hm. Vielleicht doch nochmal einen Maulwurf setzen. Oh, war da mein Discord-Geräusch? Ich glaube, ich habe gerade ein Discord-Geräusch gehört. Komm, ihr beeilt euch aber auch, selbst wenn ihr jetzt nicht viel Oil ist. Schön vercheckern alles. Schön vercheckern. Das, was wir haben, das haben wir. Dann bin ich vielleicht jetzt mal nicht der Jahresbeste im Profit, aber hey, was soll's? Was soll's? Prinzipiell, finde ich, muss ich mich nicht schämen. Wo sind die Leute? Wo sind die Leute, wenn man sie braucht? Naja, komm, machen wir noch einen hier, ne? Einen setze ich hier schön auf Dings und dann ist gut. Oh. Alle Mann auf Rot. Alle Mann. Ey, da stand doch einer dran. Wieso? Wie kann das überlaufen? Vielleicht sollte ich irgendwann doch mal diesen Spillage-Typen bestechen. Alter! Warum fließt denn jetzt hier so der Säusel? Das ist ja der schiere Wahnsinn. Ich gehe mal davon aus, dass hier auch nichts mehr ist, oder? Ey, guck einer an! Da haben wir noch ein kleines Blechle. Ja, ich verballer hier irgendwie meinen Profit, aber es macht Spaß. Technische Errungenschaften ist doch super. Und vielleicht finden... Das ist ein Diamant, Alter. Wie groß ist denn, sind die? Was müsste ich machen, um einen größeren Diamanten zu kriegen? Und was kann ich dann mit Diamanten machen? Kann ich mir Diamantbohrköpfe kaufen und dann super schnell bohren? Was ist das für ein... Achso. Ach, Kreis, du bist alt. Okay, komm. Ich gehe auf Endspurt. Wir gucken, was wir verkaufen können. Es ist Juli. Es ist erst die Hälfte des Jahres um. Leute. Ich kann doch nicht schon alles ausgesaugt haben. Guck mal hier, der läuft mir jetzt gleich schon leer hier. Der Lachs, der Lümmel, der Wilde. Shitty shit. Ach komm, ich gönne mir einen dicken Scan noch. Wo aber ist die Frage? Hier, dann ist aber Schluss. Nee, guck. Es war aber auch abzusehen. Aber ich dachte, vielleicht ist hier noch so ein kleiner hier wie hier, so ein Bröckli. Wenn, dann ist wahrscheinlich hier unten irgendwo einer. Ja, sorry Maulwurf, tut mir leid. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden oder... Ansonsten bitte einfach leer pumpen. August, September, ja, das kommt ja hin. 91, jetzt ist hier besser. Jetzt ist hier besser. Wieder darüber. Ich mach's Beste draus. Ich mach's Beste draus. Wir suppeln das da leer. Oh, der Kurs, der Kurs. Naja, komm, solange es über 70 ist, kann ich damit leben. Oder ich nehme halt immer den, der gerade besser ist. Da bin ich wie eine Frau. Beim Ölpreis bin ich wie ein Weib. Dann nehme ich den, der mir das meiste bietet. So, Oktober. Hm, keine Ahnung. Stop Level. Ey, ich bin der Ölprinz von Cognacco. Ist ja der Wahnsinn. Guck mal, wieder leer gesäuselt. Der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Guck mal, wieder das Ranzgrundstück gekriegt. Trotzdem... den meisten Profit. Hammer. Hammer. So, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich. Es war mir eine große Ehre, mit euch das schwarze Salz der Erde zu saugen. Klingt irgendwie widerlich, Kreis. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Reingehauen. Wiedersehen. Tschüss.